Tafel. Steintafel. Beständiger Schutz. Erhöht ihn um 60 und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte durch Zaubern oder Effekte. Ja, ein bisschen besser. Au. Oh. Shit. Schauen wir auch noch nach. Schon da sind. Kaiserliche Stahlpanzerhandschuhe. Alles nichts Gescheites. Da, Zaubertrank der Heilung. Hübsch. Haben wir gar keinen gebraucht, wundert mich eigentlich. Dabei war hier ein höherer Drogerfürst. Ah. Dem Schrei entgegen. Los, schrei mich an. Kühnes, kühnes Frieden. Kühne, kühnes Frieden. Das ist irgendein Besänftigungszauber. Da wäre was Hübsches drin, ha? Ich sehe einen Geldbeutel und ein Schwert drin stecken. Aber wie komme ich da rein? Im Grunde gar nicht. Wenn wir hier Anlauf nehmen. Nee. Nein, brauchst du nicht nach. Weil im Sprinten kann man ja nicht springen, oder? Nein, geht nicht. Probier's noch einmal. Ah, knapp. Knapp, knapp. Vielleicht geht's irgendwie, aber für den einen Geldbeutel ist mir das ehrlich gesagt zu mühsam. Geh mal lieber hier, wo die Brücke ist. Da unten ist ja nichts mehr, oder? Würde mich wundern, offen gestanden. Da geht's wieder zurück. Super! Haben einen neuen Schrei gelernt. Ein paar Schätze eingesackt. Goldfallen. Den einen oder anderen Heilungstrank. Will man mehr. Und allzu das Bein verrenkt haben wir uns dabei auch nicht. Geheim. Geheimer Ausgang. Ah, da kann man raus. Kein Wunder, dass er das nicht gefunden hat, der Arme. Tut mir irgendwie leid. Auf der Suche nach der Saphir-Drachenklaue ist er verrückt geworden. Hat er sie auch nicht. Na gut. Dann auf zu Hochrodgar. Da lang? Nee. Da auch nicht. Wo geht's nach Hochrodgar? Da? Mensch, ich habe mich schon wieder verlaufen. Nicht. Steht fest. Da lang. Blindes Huhn. Was ich noch sagen wollte. Da war doch irgendwo. Mensch. Was ich noch schauen wollte, genau, ob dieser Schlüssel das Schloss aufsperrt, das wir da gefunden haben. Da war doch noch ein Treppe, oder? Täusche ich mich da jetzt? Bin ich jetzt schon ganz verblödet? Was natürlich sein kann, aber das ist wieder ein anderes Thema.
war doch noch eine Tür hier oben. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Ah, Mist. Hab ich mir gedacht, nehmen wir die Abkürzung. Harup. Oh, ouch. Das hat wehgetan. Über den Klippen springen. Ja, ein Versuch war es wert. Hätte ja sein können. Hätte es mir nie verziehen, wenn ich nicht nachgesehen hätte. Falsch, wieder falsch. Immer falsch. Das ist schon sehr verwirrend hier. Muss ich sagen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Schon langsam wird's peinlich. Nee. Ja, hier lang. Viel verwinkelter hätten sie es nicht machen können. So, jetzt aber. Das ist sicher schon finster geworden inzwischen. Oder? Ja. Sterne sind schon raus. Gut, dann stellen wir den Quest ein. Die Bärenpelze. Schrein von Azura. Azura. Das Leder. Ich glaube, der ist verpackt, der Quest. Nachher werde ich wohl zur Akademie von Winterfeste pilgern. Ja, weil da lernt man ganz schön zaubern. Vernichte die Schluchtwehrhexen. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Den Graubärten sprechen. Zu diesem Zwecke werden wir aber jetzt warten. 12 Stunden. 10 Stunden. 10 Stunden sollten eigentlich reichen. Ah, der Morgen graut. Und mir graut's auch gleich. Wenn ich an die 7000 Stufen denke. Alles in Ordnung? Da war doch irgendwo einer. Oh, könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Nein. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Joftor. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen. Es muss ja so aufregend sein, von Ort zu Ort zu reisen. Ihr müsst ein Pilger auf dem... Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Ha. Da hatte doch irgendjemand einen Quest, dass man das Essen darauf bringen soll. Kann mich erinnern. Wo ist dieserjenige? Der hat es ja gesagt, im Wirtshaus, aber ich habe wieder mal nicht aufgepasst. Mein altes Leiden. Gehen wir nochmal zum Gasthaus. Eigentlich sollte ich mal denken, das ist entweder der Wirt oder... Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn Klimek. Das Wetter es zulässt. Das ist der Wilhelm. Ja, wo ist der Klimek? Hey, die haben gar nichts dagegen. Das gehört niemandem. Ja, wo ist der Klimek? Hier mit Klimek. Klimek ist ein Mann, oder? Ja. Gut, dann suchen wir noch schnell in Klimek. Wo ist der Faulpelz?
Climax Haus. Schaut er da heraus? Nee. Pfarr, der wohnt gleich da neben dem Feuerschleierhügel, vor dem sie alle so Angst hatten. Ganz schön mutig. Ich wäre schon weggezogen. Hinterm Haus, da hat er einen Baumstumpf. Schönes Haus, sehr gut verstärkt. Es fällt so schnell nicht um. Muss man ihm lassen. Es wäre mir halt sehr angenehm, wenn der Klimek mal rauskommen würde. Vielleicht arbeitet er. Wow. Was geht denn hier ab? Die sind fleißig am Arbeiten, ha? Huh? Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Na klar. Bist du Klimek? Nee, du bist es nicht, das weiß ich. Es ist dein Bauernhof hier. Was liegt denn da? Eine Ziegenkäse-Ecke. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Wo ist Klimek? Da vielleicht? Wow! Heiliger, pass auf! Du hast aber eine schwere Arbeit, Mensch. Kein Wunder, dass du Langarm hast. Wow, jetzt musst du dich ausruhen, gell? Habt ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ich habe keine Axt. Die Axt im Wald. Wow, die ist ganz schön stark, hast du das gesehen? Die hat den Baumstamm, mir nix, dir nix. Ich werde mal darüber schwimmen. Ah, ganz schön Stromschnellen hier. Vielleicht ist hier der Klimek zu Hause. Ich glaube nicht, dass es alles verfallen hier. Nur der Kochtopf hat es überlebt. Und eine Scheibe Brot. Ah, da steht einer. Bist du Klimek? Oh, Reiter. Nein. Reiter. Ja. Jetzt lebt ihr inmitten der Wolken, liebste Reiter. Oh, was ist ich mit kann dem? Euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht finden. Warum versteckt ihr euch? Verstecken, 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 verstecken. Mach mich nicht traurig. Alles in Ordnung? Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Oh. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Navi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Frage Wilhelm nach Reiter. Was ist denn los mit euch? Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Navi kann sich nicht verabschieden. Das macht Navi sehr, sehr traurig. Navi muss sich von Reiter verabschieden können. Reiter! Reiter! Reiter, das heißt doch jetzt Twix, oder? Egal. Reiter oder Twix, wir fragen mal den Willi. Wo ist Willi? Im Gasthaus. Willmeierhof. Nein, Gasthaus Willemür. Schauen wir mal. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht Mögen ihr Mögen die Götter dann? Über eure Kämpfe wachen. Was ist das für eine Geschichte mit Narfi? Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Ein Jahr schon aus. Zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie, auf der anderen Flussseite. Ihr habt Navi gesagt, dass sie zurückkommt. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt, auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Finde Raidas Überreste. Die sind sich ja ziemlich sicher, ha?
gibt es etwas, worauf ich mich in Acht nehmen sollte? Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Die Leute nennen sie Geiermunds Halle. Keine Ahnung, wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht. Ja. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Was soll ich machen? Muss mich wohl der Sache annehmen, wenn sonst keiner tut. Der Onkel Clarence macht das schon. Aber vorerst müssen wir natürlich wieder eine Quest aktivieren. Hier lang. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit. Wir sind ja eigentlich in die andere Richtung. Ich grüße euch. Howdy. Grüße euch auch. Ich schaue nur, ob der Klimek jetzt vielleicht da irgendwo ist. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja. Deinem Gehirn wäre nicht ganz so fröhlich zumute. Es wäre ganz umnachtet. Du könntest dich nicht mehr deiner Aufgabe widmen, Ivarstadt zu bewachen, stimmt's? Man braucht schon volltrunkene Wachen. Ja, der Klimek, weiß auch nicht, was der ist, vom Beruf ist. Er hat so ziemlich das schönste Haus hier. Was gibt's denn? Ich suche nach Klimek. Aha, sogar seine private Wache. Hm? Ja, ich will zu Klimek, aber ich will da nicht aufbrechen. Beziehungsweise einbrechen. Ja, schau mal ein andermal. Da unten. Sind da die Überreste? Oh, ich sehe schon was schimmern. Da. Halskette, Feuersatze, Gold, Honigwaage. Kleines Geweih, Pfahlwurzel, Tundra. Ah, der hat ganz schön gesammelt, ha? Oh. Da ist irgendwo eine Höhle, haben sie gesagt. Wo ist eine Höhle? Irgendwas mit Halle? Das bringe ich ihm mal die Überreste. Dem Armen. Damit er beruhigt schlafen kann und sich verabschieden kann. Der gute Narfi. Das ist eigenartig. Der Fluss schwimmt, fließt bergauf, eigenartig. Oh. Hallo. Oh, Raida, Raida. Jetzt lebt ihr inmitten der Wolken, liebste Raida. Oh. Raida! Habt ihr Raida gesehen? Habt ihr ihr gesagt, dass Snafi weint? Habt ihr ihr gesagt, dass Narfi sich nie verabschieden konnte, wie von Mutter und Vater? Nein, ich muss ihm die Wahrheit sagen. Oh nein! Nein, nein, nein! Narfi konnte sich nicht verabschieden. Jetzt ist Narfi ganz allein. Zumindest hat Narfi Raidas Kette. Erinnert Narfi an seine Schwester. Danke, dass er sie Narfi gegeben habt. Schade. Konnte nicht mehr für ihn tun. Schauen wir mal, was die Zutaten. Kann man das kosten? Kosten wir mal Feuersalze. Glühstab, Honigwabe, Geweih, Koboldschemel, Nierenwurz, Pfahlwurzel, Todesglockenblume, Tollkirsche haben wir schon. Das Kieferfell. Okay. Ah. So, jetzt haben wir einiges ausprobiert und gelernt.
Ich wollte jetzt eigentlich noch schauen, weil da hat er gemeint, hier wäre eine Höhle. Welche Höhle euer könnte er da gemeint haben? Grinsen macht mich etwas nervös. Sorry. Ich weiß, ich bin ein Werwolf. Ah, da ist eine Höhle, ha? Wahrscheinlich hat er die gemeint. Dahinter ist ein Lager. Und ein kaiserlichen. Die haben meistens gute Zutaten bei sich. Ein paar Heiltränke, die sie abgeben. Die sind gar nicht so geizig. Da, ein Bär.